Guten Tag, liebe Kunden der Merabes, und auch guten Tag denen, die es vielleicht mal waren, unsere Kunden, denen, die es mal werden, und vielleicht auch einen guten Tag denen, die uns gar nicht kennen. Mein Name ist Matthias Hertha und ich bin Geschäftsführer der Merabes Immobiliengruppe mit Sitz in Hannover, und wir haben auch noch einen großen Standort in Hamburg. Als wir im letzten Sommer ein Video anlässlich unseres 70. Geburtstag hier an dieser Stelle gedreht haben, um den Menschen die Merabes näher zu bringen, hätte ich niemals in meinem Leben gedacht, dass ich ein Video in dieser Zeit drehen werde, die so vieles verändert hat. Ohne Kameramann, ohne Werbeagentur, ohne Maske, ohne guten Ton. Es ist alles handmade. In einer Zeit, die vieles mit uns macht und die auch ehrlich gesagt vieles verändert. Es herrscht Kontaktsperre und in manchen Bundesländern auch Ausgangsreduzierung und Verbot. Und man hat das Gefühl, die meisten sind at home, arbeiten im Homeoffice oder aber sind auf den Büros verteilt. Keiner arbeitet mehr richtig zusammen, außer die Baustelle hinter mir. Da wird noch hands-on gearbeitet. Die Welt verändert sich gerade im Augenblick. Und man könnte vielleicht sagen, wie es eine Boulevardzeitung schreiben würde: Wir sind krank, unsere Gesellschaft und die Welt ist krank. Krank unter dem Virus Corona, mit der Pandemie. Aber ich sage Ihnen, diese Gesellschaft und diese Welt, sie wird ganz sicher wieder gesund werden. Davon können wir ausgehen. Und das ist eine Perspektive. Und das Schöne daran ist, dass wir alle diese Zukunft gestalten können. Das ist das, worin die Chance liegt, um eine veränderte Welt zu machen. Und darauf können wir auch uns in dieser Zeit, wenn es auch schwerfällt für den einen oder anderen, aber sogar freuen. Und das ist jetzt auch schon zu erkennen in den vielen Hilfsbereitschaften und Hilfssachen, die angelaufen sind. Ich darf Ihnen sagen, als sich die Merabes 1949 gegründet hat, das war auch so eine Zeit der ganz großen Herausforderungen. Es war eine sehr, sehr dunkle Zeit. Die Menschen hatten kein Dach über dem Kopf. Und das war nicht nur die Geburtsstunde unserer Gesellschaft, sondern auch die Geburtsstunde vieler Wohnungsgesellschaften, seien sie frei, kommunal, kirchlich oder auch genossenschaftlich. Diese Gesellschaften haben, wie auch viele andere auch, aber im Kern haben diese Gesellschaften unser Land wieder aufgebaut und unsere Städte aufgebaut. Schauen Sie, Hannover, die Stadt, die hinter mir ist sozusagen, war zu 90% zerstört. Wir sind heute in dem Verbund der Wohnungsgesellschaften, und das ist ein großes Fund, auf das wir bauen können hier in unserem Land. Wir sind im Verbund mit den vielen Wohnungsgesellschaften einmalig in Europa, vielleicht sogar in der ganzen Welt. Und in Deutschland gibt es eine so große Gemeinschaft von professionellen Vermietern und großen Vermietern mit dem über Generationen geprägten Verständnis für ein gutes und sicheres Wohnen und Wohnraum anzubieten, der sicher ist und in dem man sich zu Hause fühlen kann. Als Gemeinschaft unter den professionellen Vermietern sind wir für 30 Millionen Menschen systemrelevant. Warum sage ich das? Weil Sie mit Ihren Mieten das finanzieren, dass die Versorgung klappt, dass Sie Energie bekommen, dass Ihr Abfall weggebracht wird, dass Sie fernsehen können, dass Sie Medienversorgung bekommen. Alles das zahlen Sie mit der Miete und der Organisation in den Nebenkosten in der zweiten Miete. Und Ihre Wohnungsgesellschaften tun dies und noch darüber hinaus wesentlich mehr. Sie sind also als systemrelevant einzustufen. Und bei unserer Wohnungsgesellschaft sind das ungefähr 30.000 Menschen, um die wir uns kümmern. Und dies in allen Zeiten. Ob das in Zeiten des Wiederaufbaus war, die sehr schwer waren, oder in Zeiten der Energiewende, auch die Banken sich verändert haben und die Finanzwende kam, oder auch die großen Herausforderungen, die wir mit den Flüchtlingen zu bewerkstelligen hatten. Schauen Sie, wir haben die vielen, vielen Menschen, die zu uns gekommen sind, in unseren Wohnungsbeständen aufgenommen und integriert mit intensivem Quartiersmanagement. Wir haben dafür gesorgt,
dass alle Menschen in Deutschland gut und zufrieden leben können. Das ist jedenfalls unser Anspruch und wir gelten sozusagen als Anker und Stabilisator in unserer Gesellschaft. Und das ist die Haltung unserer Merawis, das ist unsere DNA. Das tragen wir auch in unserem Namen, nämlich in dem Namen Merawis, der für Mensch, Raum und Vision steht. Und jetzt, in den Zeiten des Nie-Dagewesenes, den Einschränkungen unserer Freiheitswerte, die wir hinnehmen müssen, und uns der Virus bei jedem Einzelnen spürbar ist, sei es bei der Arbeit, bei der Kinderbetreuung, in den Schulen, die jetzt nicht stattfinden, ja, in unserem gesamten täglichen Leben, ist Corona spürbar. Ich darf Ihnen sagen, wir arbeiten mit allem, was wir haben, daran, Ihnen, unseren Kunden, ein sicheres und gutes Zuhause zu bieten. Und ich möchte Ihnen versichern, wir tun alles dafür, dass Sie nachweislich in die Situation von Coronavirus gekommen sind, in schwierige Situationen gekommen sind, dass Sie sich keine Sorgen machen müssen. Wir haben deshalb entschieden, bis zum Ende dieses Jahres, also bis Ende 2020, keine Corona-bedingten Kündigungen vorzunehmen, keine Corona-bedingten Räumungen durchzuführen. Und wir werden auch in diesem Jahr keine Mieterhöhungsverlangen aussprechen. Meine Bitte an Sie, sprechen Sie mit uns. Das ist so wichtig, damit wir die Situation kennen, die bei Ihnen herrscht. Wir möchten wissen, ob Sie Ihre Miete gerade nicht bezahlen können, ob Sie Unterstützung brauchen und wie wir Ihnen staatliche Unterstützung zusichern können, wie wir Ihnen Stundungen anbieten können. Das ist für uns im Moment sehr, sehr wichtig. Außerdem möchten wir wissen, ob Sie vielleicht Sorge haben um Ihre Nachbarn, die Sie sonst immer viel mehr sehen, und ob Sie Hilfe benötigen in der Nachbarschaft. Wir möchten auch wissen, ob Sie vielleicht Ihre Wohnung gekündigt haben und meinen, dass das jetzt keine gute Idee gewesen ist, weil die Umzugsketten vielleicht nicht funktionieren. Dann möchten wir mit Ihnen sprechen. Sprechen Sie uns an. Wir haben so wundervolle Mitarbeiter im Kundenservice, die Ihnen mit allem, was Sie haben, mit Rat und Tat zur Seite stehen wollen und Ihnen helfen. Wir werden so gut wie es eben können, zu den staatlichen Unterstützungen beraten. Und wir werden uns mit unseren Partnern in der Nachbarschaftshilfe, da sind die Johanniter zu nennen, die Diakonien und viele andere mehr, und mit unserem Quartiersmanagement darum kümmern, dass es stabil bleibt und dass sie Hilfe bekommen. Wir werden das versuchen zu organisieren. Gewerbetreibenden möchten wir sagen, dass wir auch Sie, die über Covid-19 nachweislich in Not geraten sind, dass wir Ihnen ebenfalls Beratung mit Miet- und Pachtstundungen zukommen lassen, zur Seite stehen wollen. Auch, und das ist etwas Neues, werden wir unsere geplante Merawis Service App von Spiribo jetzt schon viel eher einführen, als wir das vorgehabt haben. Das ist eine App, die uns die Möglichkeit gibt, mit Ihnen zu kommunizieren und Ihnen Services anzubieten. Mittels künstlicher Intelligenz können wir Ihre Anliegen vielleicht schneller bearbeiten. In Zeiten, wo die Kontakte vielleicht schwierig sind, auch digital. Die Netze sind ja auch überlastet. Diese App ist gut fertig, sie ist nicht perfekt, aber wir haben uns gedacht, in dieser Zeit ist es wichtig, etwas auf die Beine zu stellen, und zwar schnell. Haben Sie Verständnis, wenn am Anfang vielleicht etwas nicht so gut läuft? Und gemeinsam wollen wir eben alles dafür geben, dass Sie ein sicheres Zuhause haben. Und bitte unterstützen Sie unsere vielen Mitarbeiter vor Ort, unsere Objektmanager, unsere Techniker, unseren Bauservice, unsere Vermieter und unsere Sozialmanager. Sie alle, und das kann ich Ihnen wirklich versichern, die tun einen mega Job für Sie. Und was uns noch wichtig ist in der Mensch-Raum-Vision-Firma, seien Sie zuversichtlich und geduldig, auch wenn mal etwas nicht so schnell klappt. Haben Sie Geduld und vor allen Dingen kümmern Sie sich
sehen Sie, das ist so, wenn die Technik ausfällt, kümmern sich um Ihren Nächsten und geben Sie vielleicht mal einen Gruß. Das reicht vielleicht manchmal schon denjenigen, die alles für Sie tun, ob in der Öffentlichkeit, also in den Krankenhäusern, bei den Polizeidienststellen, bei der Feuerwehr, an den Tankstellen, aber auch in den Quartieren unserer Wohnungsgesellschaften, wo Sie unsere Objektbetreuer, unsere Vermieter und die eben alle treffen, die arbeiten alle für Sie und tun das Beste. Und wenn Sie nur kleine Gesten geben, diese kleinen Gesten tun gut, sie zeigen Herz und geben Energie frei, aus denen etwas ganz Neues entstehen kann, eine neue Welt nach Corona. Und jetzt wünsche ich Ihnen alles, alles Gute und vor allen Dingen bleiben Sie gesund.